Ich bin jetzt bei Eminönü. So heißt das. Die Leute angeln hier alle. Wow. Voll geil. Schau mal die armen Fische. Der eine, der zappelt noch. Und die Kiemen. Die Armen. Die werden leider hier alle weggeangelt. Leider gehen die flöten. Boah, was geht denn hier für eine Party? Nice. So, ich esse jetzt mal das Baby hier. Temptation. Nice. Schau mal hier, ich habe überall Hosen. Ich wollte eigentlich hier ein gediegenes Eis essen, aber da kamen drei Kinder, die haben hier den ganzen Tisch voll mit Rosen gepackt und mir das Honig ums Maul geschmiert, damit ich dir ein paar 50er gebe. Ja, wir hatten Erfolg. So, ich habe jetzt meinen Baklava gegessen. Ich erzähle euch eine kleine lustige Story. Sehr lustig. Ich habe da, das ist direkt so am Meer gewesen halt, ne? Also, kein Lieblingsrestaurant, aber war okay so. Und ich habe dann halt da zwei Baklava und zwei Tee haben wir geholt. Und die Story ist, da kamen halt zwei kleine Kinder zu mir. Die wollten mir was verkaufen. Ich habe es halt gekauft. Ich habe halt beiden für irgendeinen Schrott halt 50 gegeben. 50 Lira, das sind 2,50 Euro oder so, ist ja nicht viel so. Und dann haben die zwei einen Dritten gerufen. Also, die haben halt gesagt, dass ich Geld gebe und so weiter. Da kam der Dritte, da habe ich auch eine Rose abgekauft, habe ich ihr auch 2,50 gegeben. Die lustige Story kommt jetzt. Die Story, die lustig ist, ist, ich habe dann meine Rechnung bekommen, 227 Lira oder sowas. Oder sowas war's. Und ich habe reingelegt 230. Und dann Rückgeld war 4 Lira. Und die haben halt vorher gesehen, wie ich den Kindern Geld gegeben habe. Einfach so gratis quasi. Und ich habe den 3 Lira Trinker gegeben. Ich glaube, das sind, keine Ahnung, 10 Cent oder so. Da habe ich eine Fliege gemacht. Warum ich das gemacht habe, ist ganz logisch erklärt. Mich hat etwas getriggert, als die Kinder mir da was verkaufen wollten. Das waren so kleine Kinder, so 5, 6, 7-Jährige, oder die fast am Heulen waren. Und dann kam der Mann so richtig ab und meinte halt, dass sie sich da verpissen sollen, und so, also der Ladenbesitzer und so. Deswegen habe ich kein Geld gegeben, das hat mich richtig getriggert. Also, das Ding ist, die denken niemals über mich, dass ich ein Geier bin, der kein Trinkgeld, weil die haben halt alle gesehen, dass ich den Kindern halt das Geld so gegeben habe. Aber das Wichtigste ist, die wissen jetzt, die denken darüber nach. Die denken darüber nach, warum ich kein Trinker gegeben habe. Warum ich da so richtig gegeizt habe. Also, die denken auf jeden Fall nicht geizig, die denken auf jeden Fall aber darüber nach, was der Fehler bei denen ist. Versteht ihr, was ich meine? Und darum geht's. Und ich denke, der Mann hat gecheckt, warum ich das gemacht habe. Weil er halt ein madige Person war. Seine Art und so weiter. Ja, genug gelabert. Hauste. Okay, das war mein Hotel damals, als ich zuletzt hier war. 2020. Alter, ich muss hier hochlaufen. Das ist so steil. Ich sterbe. Da ist wieder dieser Turm. Der Wachturm. So, gleich haben wir Silvester. Ich bin hier wieder bei Nusset im Schlauch. Der Grund, warum ich hier esse, ist ganz einfach. Das Essen, also der Burger, kostet hier einfach 170 Lira. Das sind 8 oder 9 umgerechnet. Was bedeutet, es ist eigentlich günstiger als wie bei den also es ist günstiger als wie den meisten anderen Orten. Was ich nicht verstehe, warum das so günstig hier ist. Aber das ist nur der Burger, ne? Der Rest ist voll überteuert. Ich hole nur das, das ist nichts. Deswegen. Es schmeckt halt einigermaßen gut. So, bin fertig jetzt. Ich gehe zum Auto. Ah, guck mal, wie steil das ist. Oh Mann, ey. Ja, ich habe hier ein Geschenk gekauft für meine Mami. Hier. Das ist so von Ahmed Sami. Dann drücke ich unten auf Knopf. Und ich zeig's euch. Hier. Drückst du drauf. Wow. Wow. Ich gehe in so ein Meer, wo so eine Moschee ist. So, ich muss jetzt gleich links abbiegen. Uli, so. Darf ich mal durch? Ich bedanke mich, mein Bester. Da? Da fliegt irgendwas, aber ich habe keine Ahnung. Es sieht aus wie ein Ballon. Ach, diese Leute, die sind manchmal so anstrengend. Oh nein, da vorne ist fett Stau, Alter. Irgendwas ist da passiert. Ich sehe schon ein Auto. Es sind überall Polizisten, Alter. Ich schwöre, es sind so viele Polizisten.
Hier sind einfach 10 auf einem Schlag. Wer wird da wieder gestürmt? Oder Tokio ist einfach ein Zehntel so groß wie Istanbul, hat 40 Millionen Einwohner. Alter, das muss ja richtig schlimm sein da. Kann ich mir gar nicht vorstellen, weil hier ist es ja schon Arsch an Arsch. Wie ist es dann bitte dort? Ey, da sind Soldaten. Ah, hier sind die Soldaten stationiert. Alter, wie die aussehen, Alter. Die haben einfach Kalaschnikow in der Hand. Oder was ist das für eine Waffe? Da in dem Tor drinne sieht man Soldaten, aber man sieht das gerade nicht mehr. Da sind welche. Mit Maskierung und so und Waffen. Alter, wie die mich angucken, Alter. Seht ihr die geile, nice, sexy Brücke, die leuchtet? Oh, da ist ein Hündchen. Ich fahre einfach einen Berg runter. Alter, was sind das für Straßen, yo? Ich muss gleich einen Parkplatz finden, Alter. Alter, ich hoffe, da gibt es eine Parkvermietung oder sowas. Ich habe 2 Stunden für 5 Kilometer einfach gebraucht, Bro. Jetzt verstehe ich auch, warum ich hier kaum Energie verschwende. Wie auch, wenn ich ganz im gleichen Punkt stehe. In Deutschland würde es halt heißen, unnötiges Hupen, einmal mit der rechts ranfahren, 50 Euro Geldstrafe. Gewonnen! Ja, der hat den Hoop-Battle gewonnen. Der ist ausgestiegen, ist aber einer brauchen. Hier, da ist keiner mehr drin, aber der ist ausgestiegen. Der ist hier am Smoke da. Ich will mal gucken, was da ist. Einen Moment. Was ist denn hier los? Ich will ja mal wissen, was jetzt hier abgeht. Das ist hier das Problem. Leute, das wird ja nichts, yo. Ne, das wird nichts. 2 Meter haben wir jetzt geschafft. Wir haben noch 57 Minuten, dann ist Silvester. Stress! Was hat der für eine hässliche Hupe? Ich muss jetzt einen anderen Weg nehmen, Bruder. Es macht keinen Sinn, man kommt ja nicht weiter anscheinend. Es wäre geil, wenn man sein Auto verschwinden lassen könnte und immer wieder spawnen lassen könnte. So wie in GTA oder so wie bei Dragon Ball Z mit diesen Kapseln. Kennt ihr die? Dann kommt so ein Fahrzeug und dann kann man die wieder klein machen. Das wäre so praktisch, ne? Havai fişe çok az kaldı. Arabaya maşını çekmesinler. Abicim burası otopark ya, nasıl çekecekler? Nasıl otopark burası? Burası bizim durağımızın otoparkı. Emin misin? Eminim abi. Sonra bana kazık sokup da bana koymasınlar da. Yok vallahi çekme. Asaba değil mi burada araba bekliyor ya? Vallahi de. Vallahi tilla ya. Tamam abi, sana güveneyim bak. Allah günahıma Allah girme. Kardeşine güven ya. Biz orada karşı taraf da otoparkımız. Tamam oldu. Yo şabet sen ya lan. Ich war hier eben im Stau. Hab jetzt da hinten geparkt. Jetzt gehe ich dahin, wo ich auch hin wollte, Alter, so eine Kacke. Ja, hier ist die Hölle los und hier ist echt die Hölle los, kannst echt vergessen, da stand ich eben. Katastrophal, wir luschen. Haut rein. So, es ist in 40 Minuten Silvester, hier ist die Hölle los. Überall aber Läden offen, finde ich voll krass, an Silvester einfach. Richtig krass. In Deutschland alles geschlossen. So, jetzt bin ich da, Alter. Guckt euch mal dieses Gefährt an. Ach du Kacke, Alter. Ach du heilige Makrele. Guckt euch mal das Gefährt an, yo! Holy Macaroni, Alter, da oben! Brrr. Holy shit! Oder wie geiler Schlitten! Wuhu! Alter, wie geil! Wie geil, Alter, was ist das für ein Gefährt? Da guck dir mal dieses Monster an, holy! Boah, guck mal die Munition! Alter, guck mal die Reifen! Boah, krank! Also ich habe mit dem Soldat geredet, der meinte, mach von hinten Fotos, so dass man die innen nicht sehen kann. Also der Bruder, der sagt einfach, mach Fotos, aber mach nicht, dass man die Gesichter sieht. Alter, was ein Trauma, den ich habe. So, Bruder, jetzt bin ich hier im Markt, Bruder, so geil, Bruder, die Soldaten, Alter, die sagen einfach, du kannst Foto machen, die ist das und so. Bruder, die Leute sind so, die Leute sind echt, Ding, ja, chillig drauf hier. Gar kein Stock im Popo, wie die Leute im GTA. So, Leute, es ist gleich Silvester, 20 Sekunden noch. Da haben wir Jahr 2023. Kommt langsam.
Ach, keine Ahnung, wie lange noch. 10 Sekunden noch. 10, 9. Ah, okay. Okay. Action, Power Action! Woohoo! So, wir haben 2023. Ich wollte eigentlich hinten an dieser Meeresding das Jahr anfangen, aber es ging nicht. Es war einfach zu voll. Ich bin so ausgekickt. Es waren zu viele Menschen. Ich habe keine Luft mehr bekommen, Alter, gefühlt. Deswegen habe ich gesagt, kack drauf. Jetzt bin ich auf irgendeiner Straße gelandet. Aber relativ wenig Feuerwerk. Jetzt ein bisschen mehr, aber das war's schon. Leider nicht mehr. So, Silvester. Hätte ich mir ein bisschen besser vorgestellt. Aber ist auch okay. Gewisse Raketen. Ach, ich hab keine Kraft mehr, Alter. Geile Brücke. Ey, aber echt wenige Raketen, wa? Hätte ich nicht gedacht. So Leute, ich bin jetzt in Bebek. Bebek nennt sich das Ganze. Es ist ein Viertel der reichen Schnösel. Oder wie ich sie betiteln würde, das Viertel der Ne? Ne, da gibt es keine Mitfahrgelegenheit. Ey Leute, ich wollte hier gerade essen. Hier. Aber ich habe gesehen, hier sind voll die Maden. Hier sind richtige Maden, richtige Kachpas, so wie die da. Also Leute, das ist echt grauenvoll, ne? Die sind hier richtig so. Oh Gott, Alter, das ist so peinlich. Weil so richtig reiche Schnee, das Ekelerregend. Bruder, die fühlen sich so richtig. Ich finde das so widerwärtig. Das ist so richtig widerwärtig. Schaut euch mal diese Leute an, wie sie sich fühlen. Ey, versteht mich nicht falsch, warum ich so eine Aufnahme jetzt gemacht habe. Aber diese Leute, weil die denken, die wären bessere Menschen. Das ist das Widerwärtigste, was ich jemals gesehen habe. Bruder, wirklich ekelhaft, ekelerregend. Ich dachte bei Nusret, wo ich damals war, ich war jetzt in Nusret, wo ich letztens war, von dem Video, wo ihr gesehen habt, das war so ein Nusret wie McDonald's, so, da geht Nusret fast nie hin. Das ist so Schrott, weißt du? Da gibt's nur Essen. Das ist nicht dieses reichen Dingspunkt so. Aber hier, ich war ja vor 2 Jahren bei Nusret, diesen reichen Ding, wegen meinen Eltern, ich wollte eine Freude machen, etc. Und das war mir damals richtig ekelhaft, weil die Menschen also richtig, die für was Besseres gehalten haben. Aber hier, Bruder, ich habe wirklich Menschen gesehen. Also, ich will keinen beleidigen, aber ich weiß nicht, aufgrund von materialistischem, dass sie sich so besser fühlen mit ihren Anzügen. Oh Gott, Bro. Bitte seid nicht so, das ist echt widerwärtig. Mir ist kotzübel, kotzübel, was ich da mit für Menschen geredet habe. Ich bin auch nicht reingegangen. Also in so einem Umfeld will ich einfach nicht sein, Bro. Das ist wirklich schlimm. Ich bin wirklich gerade verstört. Vielleicht denkt ihr gerade, dass Samuel übertreibt, aber stellt euch einfach mal vor, ihr seid in einem Umfeld und jeder guckt dich so an, als wärst du, keine Ahnung, Müll. So, obwohl die gar nichts über dich wissen. So, aufgrund des Aussehens und Kleidung und so. Ach, Bruder. Sehr verstörend auf jeden Fall. Was soll ich sagen? Bitte sag nicht so. So Leute, ich bin jetzt lange gefahren. Ich wollte halt nicht Lobster essen, aber nicht funktioniert. War mir zu teuer, habe ich ja die Fliege gemacht. Aber ein Kilo hat, glaube ich, 3600 gekostet. Ist ja halt auch der Preis von Hummer, verstehe ich so. Aber ich gebe nicht so viel Geld für Essen aus, da bin ich mir aufgeschaut. Ich hatte das Geld, aber habe ich keinen Bock drauf gehabt. Ich bin jetzt hier bei Sutter Ahmed wieder. Da ist wieder Aya Sophia. Leute, hier sind einfach gar keine Leute mehr. Es ist alles leer. Habe ich noch nie gesehen. Sultan komplett leer, alles ist leer. Keine Menschenseele, voll krass. Ich habe gerade gedacht, dass das einfach Domino's Lieferservice ist. Oh Mann, ey, guck mal, wie leer das hier ist. Irgendwie voll gruselig. Hallo! Wow, der Sultan Ahmed, Jamil da immer noch. Hallöchen, was geht mit Schmitz? Oh, wie süß, so klein. Oh, nass geworden. Oh, jojo. Mitz, wie geht's? Ja Leute, Katzen, die sind nicht so wie Menschen, ne?
Katzen, guck mal, wie die Katzen sind, ne? Das ist das Traurige. Tiere sind nicht so wie die Menschen. Was geht, Bro? Wiiu. So, mein Bester, lass es dir schmecken. Samos ist jeden Tag da. Lass es schmecken. Genug für dich. Ich habe heute zwar nichts gegessen, aber ein kleiner Schlingel kannst du dir ein bisschen gönnen, mein Bester. Lass es schmecken. Schmatzi. Ah, der Hund kommt. Keine Sorge, mein Bester. Die jagen ihn gleich weg. Oh nein, der Hund. Oh nein, ist weggerannt. Ey, du Penner. Penner, du. Das ist kein Essen für Hunde. Oh, der isst das auch. Oh nee, egal. Gönn dir, mein Bester. Ey, du Geier, geh weg. Du hast schon alles gegessen. Weg mit dir. Leute, ich bin so müde, ne? Ich muss echt noch hier 30 Minuten Auto fahren und ich habe keine Kraft mehr. Ich hoffe, ich komme hier heil an. Ich habe die Kamera hier montiert, damit hier nichts Schlimmes passieren kann. Wackelt bis in die Montage. Na, hoppaläschen. So, ich zeige euch jetzt mal, wie Power aussieht. Hier. Woohoo! Geht ab wie eine Granate. Geht richtig ab. Woo! Weißt du, was geil ist? Hier gibt es einfach keine Blitzer. Man kann einfach hier durchdrücken. Es passiert nichts. Action, Pam, Action. Scheinwerfer. Damit ihr mal wie ihr wisst, wie ihr seht. So, Leute. 30er Zone, ja, mal 3, das passt. Ey, das fühlt sich so schnell an, ne? Obwohl ich nur 100 fahre. Ich meine 30, das hat einen Anzeigefehler. So, da sind die Polizisten, was geht? Da wird der nächste allgemeine Verkehrskontrolle angehalten, wie ich mitbekommen habe. Aus dem Weg mit deiner Audi, du Schnittloch. Das ist die Renault-Action, würde ich mal sagen. Da müssen wir ganz nett bremsen. Berg runter. Blinken überbewertet. In Türkei nicht nötig. So, jetzt geht's ab. Oh. Ich muss hier aufpassen, weil bei den Leuten weiß man nie, die gehen einfach nach links manchmal. Die sind richtig verrückt. Ich guck mal, wie viel der fährt. Ey, voll wenig. 160, was ist das denn für eine Kacke? Aber er hat eine gute Beschleunigung. Alter, keine Import-Power leider. Der blinkt rechts, keine Ahnung, was seine Mission ist. Ich brenn's mal lieber ab, bei dem weiß man nie. Alter, was ist deine Mission? Ja, Bro! Ich sag euch ganz ehrlich, ich bin ja, glaube ich, sehr, sehr lange Zeit AMG gefahren. Das Drecksauto. Ungelogen, ich finde dieses Auto geiler irgendwie. Die Lage ist beruhigt. Handy ist montiert an der Jacke. Es kann nichts passieren. Aus dem Weg, du Wurst, du. 17, Alter. Woher kommst du denn? Was ist das denn für eine Schrottkiste? Aus dem Weg, du Lümmel. Scheiße. Oh, shit. Das war wohl zu viel Action. So, bin jetzt da. Was ist das für eine Musik? Weißt du, was ich an Türkei richtig geil finde, Leute? Guck mal hier, es gibt einfach um 2 Uhr abends Läden, wo du essen kannst. Das finde ich so krass. Ich lasse immer ein bisschen Platz, also. Ich sage euch auch gleich, warum. In Deutschland ist das so, wenn du dagegen knallt, hast du Jackpot, weil du ein Kennzeichen hast und so. Aber hier ist das so, die fahren die extra rein, die hauen die ab und dann, wenn du die drauf ansprichst, kriegst du noch einen auf die Schnauze. Oh scheiße, die Fanta ist ausgelaufen. Das Auto ist schon süß, oder? Ich zeige euch das Auto mal. Ist das nicht schnucklig? Die haben alle ihre Dinger komplett reingezogen. Ich glaube, die Leute haben keinen Bock hier auf Delle. Ich glaube, das kommt hier häufiger vor, dass ein Spiegel mal wegkullert. Ja, was geht, Leute? Ich bin im Hotel. Ich wollte heute was Geiles essen. Silvester. Hab mich erst entschieden, da in der Muschel gab es so ein Ding da zu verbringen, aber zu voll, hat nicht funktioniert. Danach habe ich bei Bebek versucht, das zu essen. Habe ich den Reis gestürzt gesehen. Danach wollte ich Lobster essen gehen. Habe ich mich hingesetzt, habe ich gesehen. 3600 Lire. Habe ich heute die Fliege gemacht. Da habe ich die Katzen gefüttert und die Hunde. Und Ende vom Lied. Silvester. Schaut selbst. Ich habe mir aus der Tankstelle Süßigkeiten geholt. Und hier, das ist mein Essen. Sandwich. Sandwich Thunfisch. Schmatzi, das ist mein Silvester. Hier, Leute, das ist mein Silvester. Hier. Limonata, Ketchup und jetzt kommt meine geile Schnuckeltüte. Geil. Hat sich die Reise nach Istanbul gelohnt? Nein, alles cool. Ich bin glücklich, alles cool. Ich wünsche euch ein schönes Ferien. Tschüss. Okay, das war Ketchup. Da bin ich jetzt wach geworden. Ich check jetzt aus. Die Penner haben mich um 12 angerufen, weil ich um 12 auschecken muss. Punkt genau. Ich wollte weiter schlafen, Mann. So, ich bin jetzt an dem Ort, wo ich gestern nicht war, also wo ich gestern nicht rein konnte, weil alles voll war. Hier war nicht, anscheinend doch nicht so was Besonderes. Ich habe mir das hier gekauft. Das heißt Kumpel. Wie ist das jetzt? Ja, hier ist eine Moschee, hier am Meer. Wollte ich gestern Abend hier hin, so ist, hat aber nicht geklappt. Was geht ab? Bisschen viel Müll, aber halt die Menschen, die mal ein bisschen
Wenn die wüssten, Alter, dass wir sowas in Deutschland nicht haben und so weiter, dann würden die das mehr schätzen. Nicht so einen Müll reinschmeißen. Aber Menschen halt, ne? Machen immer die Natur kaputt. Schau mal, da ist eine Qualle. Ja, nimm mal. Das sieht voll krass aus, deine Tentakel, also deine Dinger. Ich finde das so traurig, guck mal, wie Müll, wie viel Müll hier ist. Ja, guck mal, die Quallen und so. Oh Mann, das ist schon schlimm. Ich weiß nicht, ob es wegen Silvester ist, aber hier sind Bier und so, keine Ahnung. Voll traurig. Ey, schaut mal hier, Gaara. Ist richtig auf Craig. Oh Mann, voll die geilen Actionfiguren. Boah, was ein Paradies, Alter, wie geil. Ich hol mir jetzt auf jeden Fall eins. Ab geht die Post. Schaut euch mal das an, Alter, wie geil. Alle am Angeln. Au, oh, man, das ist nice. So, ich war jetzt noch essen. Ich war wieder bei Nusswert. Ich war dreimal bei Nusswert insgesamt. Ich sage euch auch warum. Ich habe ja gesagt, dass ich niemals bei so edlen Sachen essen würde, etc. Dies, das. Ist immer noch so. Es gibt bei Nusswert halt noch einen Laden, der ist hier bei diesem Turm. Das ist nicht so dieses Edle. Das ist halt so. Es ist so Schrottstühle und so. Also ist okay so. Und die Preise sind. Und das ist auch der Grund, warum ich da dreimal war. Und das verstehe ich auch irgendwie nicht. Ein Burger kostet da zum Beispiel, glaube ich, 170 Lira. Das sind, glaube ich, 8 Euro oder so. 6, 7, 8 Euro, 9 Euro, irgend sowas. Unter 10 auf jeden Fall. Das Problem, was wir haben hier in Türkei, in Restaurants und so weiter, ist, das ist bei den normalen Restaurants, wo halt so eher so Leute gehen, die nicht so viel Geld haben, es teurer ist, das verstehe ich nicht. Ich habe zum Beispiel letztens in so einem Schrottladen so Dinge gegessen, so zwei, drei Joghurtdinger mit Brot und so weiter und ich habe da einfach 400 bezahlt. Und hier bezahlst du für einen Burger einfach 170. So, du kannst einfach für 200 Lira, das sind 10 Euro, kannst dir satt werden. Dieses Steak Mac, diese ganze Show, dies, das gibt es hier nicht so krass. Gab es ein, zweimal bei mir, der hat mir bei mir Käse für mich extra persönlich gemacht und für mich einmal Baklava geschnitten, das war mir sehr unangenehm. Ich mag das gar nicht. Essen, einfach. Ich will einfach nur essen. Diese Show ist unnötig. Aber wie gesagt, hier ist das einfach günstiger als wie bei den meisten Läden. Und das verstehe ich irgendwie nicht. Warum eigentlich, warum das so ist? Obwohl das Fleisch eigentlich qualitätstechnisch den anderen überlegen ist. Aber egal. Das war der Grund, warum ich jetzt hier hingegangen bin. Aber der Laden, der in dem reichen Viertel ist, der ist echt grauenvoll. Der war wirklich schlimm. Aber ja. So, der Urlaub ist fast vorbei. So, ich bin jetzt hier bei Bebek nochmal zum Ding. Mit ein paar Yachten. Eigentlich nicht so besonders, aber ja. Voll. Da hinten ist das Ding, wo ich letztens war. Ja. Was ist das? Ne, da war ich gar nicht. Was geht, Leute? Ich bin jetzt zu Hause. Der Urlaub ist zu Ende. Der Video ist zu Ende. Ich hoffe, der hat euch gefallen. Ihr habt es ein bisschen gemerkt, am Ende wurde ein bisschen weniger aufgenommen. Hat einen einfachen Grund. Ich hatte keinen Speicher mehr auf meinem Handy. Das war für mich die Hölle. Der letzte Tag war wirklich für mich die Hölle, irgendwas aufzunehmen. Ich muss immer 2000 Sachen machen, um irgendwie wieder Speicher zu bekommen. Muss ich in Zukunft eine andere Lösung für finden, keine Ahnung. Auf jeden Fall, Fazit, Istanbul war cool so. So ein bisschen mehr von der Geschichte kennenlernen und so weiter. Was ich aber an Istanbul am geilsten fand, war das Autofahren. Es hat richtig Spaß gemacht. Man hat richtig Spaß am Autofahren. Es macht Spaß, actionreich, es gibt keine Regeln. Dort ist es so, dass die Regeln einhalten, ungern gesehen werden. Die Leute machen alles unter sich. Vorfahrtsregeln gibt's nicht. Jeder nimmt sich einfach seine Vorfahrt. Das Krasse, was ich an der Sache finde, ist, dass es funktioniert, obwohl es gefühlt keine Regeln gibt. Mir ist aufgefallen, dass Regeln wie bei Rot eingehalten werden. Die Menschen fahren nicht so wie Roboter, beziehungsweise so systematisch wie in Deutschland, sondern eher so miteinander. Die denken an sich gegenseitig und so weiter. An Rot wird gehalten, nicht weil man halten muss, sondern wegen anderen Menschen, weil die da mal vorbeigehen, bla bla. Bevor jetzt die Stefanie und der Günther aus der Ecke kommen, ja, dann geh doch zurück zu deinem Land und so weiter. Natürlich ist das eine halt auf seine Art und Weise geil und das andere auf seine Art und Weise ebenfalls geil. So, Deutschland hat seine geilen Sachen und Türkei hat seine geilen Sachen. In Türkei ist es halt auch so, Polizisten werden respektiert. Das liegt einfach daran, dass, habt ihr jetzt im Video auch gesehen, wie die Polizisten sind. Ich habe den größten Mad-Polizist bekommen, der wirklich angepisst war. Selbst der hat im Endeffekt mir keine Strafe gegeben. Dort ist es so, dass die Polizisten helfen wollen, irgendwie. Deswegen, also die sind befreundet mit den Polizisten mäßig so. Hier geht es lange irgendwie in eine andere Schiene. Polizisten sind hier oft darauf aus, irgendwie den Menschen nicht zu helfen, sondern die irgendwie mit jeder Kleinigkeit auseinanderzunehmen. Das ist nicht so gut. Jedes Land hat seine Stärken. Ich sehe als Heimatland natürlich beide Länder. So. Wenn ich in Türkei bin, 2 Wochen, ich vermisse Deutschland so sehr. Ich will zurück nach Deutschland. Es ist meine Heimat. Und
Wenn ich eine lange Zeit in Deutschland bleibe, vermisse ich auch Türkei so. Es sind für mich beide Heimatländer. Ich sehe nicht eins mehr als Heimat als das andere. Das eine Land hat seine Vorteile und Nachteile und das andere hat seine Vor- und Nachteile so. Ja, im Großen und Ganzen wäre wahrscheinlich eine Kombination aus beiden Ländern ein richtig geiles Land, ne? Ich hoffe, der Video hat euch gefallen. Ob noch mal jemals eins kommt, ich weiß es nicht. Vielleicht nicht, vielleicht doch. Glaube eher weniger. Haut rein.